Jetzt raus. Auch. Genau, jetzt ist raus. Junge, das sind Statements. Statements. Hallo Leben und herzlich auch unser Intro. Und herzlich willkommen hier zu einem neuen Vlog, Video, wie auch immer, auf Bestes unserem Intro Kanal. YouTube. Bestes Intro aller Zeiten. Heute gibt es mal wieder so ein kleines Video, wo wir ein paar Themen ansprechen, weil doch immer noch sehr, sehr viele Fragen einfach aufkommen zu irgendwelchen Themen. Ihr dürftet uns Fragen stellen und wir gehen auf ein ganz, ganz wichtiges Thema ein. Das kommt aber wahrscheinlich dann zum Schluss. Wir werden mit euch auf jeden Fall in Ruhe drüber sprechen. Juli liegt hier, der Kleine. Der ist gerade irgendwas am Kauen, damit er ein bisschen abgelenkt ist und wir in Ruhe Fragen beantworten können und wir mit euch quatschen können. Wir haben gerade mit ihm geübt, Auto zu fahren. Deswegen sitzen wir gerade im Auto. Das genau. Muss er sich auch lernen und dran gewöhnen. Und hier ist sein Anschnaller-Ding. Deswegen, das macht er schon sehr gut. Belohnung bekommen und wir können in Ruhe Fragen beantworten. Sehr gut. So, Frage Nummer 1. Wie bekommt man überhaupt mit, wann der Hund nachts wach wird? Was ist, wenn man zu tief schläft? Genau. Also, erstmal, wie man es überhaupt mitbekommt. Wir haben den Kleinen ja in die Box getan, in seine Schlafbox, wo er immer schläft. Das macht er mittlerweile auch wirklich super. Wenn er da reingeht, ein paar Minuten später ist er tief und fest am Schlafen. Mitbekommen tut man es einfach. Er wird dann wach, wenn er muss. Meldet sich dann, indem er halt weint. Und so mal so... Und man, also ich werde davon sehr schnell wach. Ich weiß auch nicht, ich glaube, das ist irgendwie dann so ein, wie bei Kindern, so ein Elterninstinkt. Man hört sein Kind und man so, oh, das muss ich aufstehen so. Ich habe früher immer mit Ohrenstöpsel geschlafen, weil er so laut geschnarcht hat. Das mache ich seitdem Juli da ist nicht mehr. Klappt auch ganz gut. Diese Nacht war ein bisschen problematisch, weil er schon sehr laut geschnarcht hat. Aber kriegt man alles hin. Also ich glaube nicht, dass man so tief schläft, dass man das nicht hört. Man ist sich, glaube ich, unterbewusst bewusst, dass der Kleine da ist und irgendwann wach wird. Ich glaube, man... Huh, nicht so schnell. Alles gut. Ich glaube, man kommt gar nicht so in diesen richtigen... dass man gar nicht mehr von irgendwas wach wird, weil man halt unterbewusst, wie gesagt, weiß, da ist was, was... Also grundsätzlich ist das halt super, dieses System, was wir jetzt haben, weil, ihr müsst euch immer merken, Welpen machen kein Häufchen und pinkeln auch nicht in der Regel in ihrem Schlafbereich, in ihrem Bett. Der ist jetzt quasi da drin, der weiß, okay, das ist mein Bett, ich schlafe hier drin, ich bin hier jede Nacht. Und für den ist das halt so, okay, wenn ich raus muss, dann melde ich mich und dann kommt er aber auch raus. Ja. Wir haben das jetzt das eine Mal, da können wir direkt auf die ganzen Kommentare eingehen, die geschrieben haben, dass das mit der Box nicht so gut war, wie wir das gemacht haben. Also klar, das Aussitzen war gut, also dass wir ihn heulen lassen haben, aber nicht in der Schlafbox, weil die Schlafbox soll ja für ihn was Gutes sein und keine Bestrafungsbox. Ja, genau. Das haben wir auf jeden Fall gelesen. Das war auch ein sehr, sehr guter Tipp von euch an. Das ist auch für mich oder für uns logisch nachvollziehbar, ja, im Nachhinein weil irgendwie, klar, logisch. Dann für ihn soll die Box was Gutes sein und nicht so, jetzt wurde ich da drin, ach, kleiner Mann jetzt. Aber wir haben danach auch angefangen, damit er das irgendwie so schnell wieder vergisst, ihm Leckerlis in der Box zu geben. Genau. In der Schlafbox und diese Kaustange, die er jetzt gerade hat, wo er schon seit 4 Tagen drin kaut, haben die ihm dann auch da drinnen gegeben, sodass er das jetzt wieder mit positiven Sachen verbindet und jetzt klappt das reibungslos wieder. Also ohne Probleme. Der Kleine macht sich echt gut, muss ich sagen. Ja. Diese Nacht war jetzt zweimal wach, ne? Zweimal wach genau, und wir haben bis 9:30 geschlafen. Genau, bis 9:30 geschlafen. Einmal um 1 und einmal um 4. Okay, ja. Aber davor die Nacht nur einmal, ne? Ja. Nur einmal. Also das ist echt, der macht sich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Davor die Nacht aber 5-mal. Also es ist ja, halt es immer ist so, sehr unterschiedlich. Ne? Aber ich finde... Solange man halt einen Fortschritt sieht in der Erziehung, man muss sich halt überlegen, ein Welpe, man sagt ja immer, ein Welpe ist wie ein Baby. Und das ist definitiv der Fall, nur dass die halt Zeiten halt kürzer sind. Ein Baby lernt über Jahre und ein Welpe halt innerhalb von ein paar Wochen. Ne? Ja. Deswegen, das ist alles ein bisschen kürzer. Aber ich finde, er macht sich sehr gut, er macht auf jeden Fall Fortschritte. Finde ich auch. Und was auf jeden Fall uns auch positiv aufgefallen ist, sein Fell riecht auf jeden Fall viel besser. Also der riecht jetzt nicht mehr so nach Welpe und so. Weil wenn ganz viele Welpen und auch die Mütter und so noch zusammen sind mit ein paar Hunden, dann ist das halt normal, dass die so ein bisschen nach Hund riechen, aber der hat nie unangenehm gerochen und jetzt... Er hat nicht gestunken, aber halt dieses sehr starke nach Hund gerochen. Ja, und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Das heißt, er hat komplett unseren Geruch, also den Wohnungsgeruch und so angenommen. Ja. Es stinkt richtig nur noch angenehm. Aus dem Mund, wenn er frisst. Ja, wenn er gefressen hat, ein bisschen, aber das ist normal. Ja. Genau. Nächste Frage. Wie stark hat sich euer Alltag verändert mit Juli? Also ich würde sagen, natürlich schon stark, ne? Also man muss sich schon bewusst sein, dass man irgendwie gefühlt 24 Stunden auf ihn achten muss. Es ist natürlich, also mich stört oder uns stört es jetzt nicht, ne? Es ist zum Beispiel, wer geht jetzt einkaufen? Zusammen einkaufen ist jetzt momentan einfach nicht, ne? Muss halt immer einer gehen. Jetzt die ganze letzte Woche, er ist ja jetzt eine Woche bei uns, habe ich nicht viel im Haushalt geschafft oder Wäsche machen können, weil ich halt einfach 24 Stunden auf ihn geguckt habe, ne? Du musst immer darauf achten, setze sich
sich jetzt doch irgendwo hin und will nochmal in der Wohnung pinkeln. Man achtet halt auch immer auf ihn. Und klar, irgendwann, wenn er was größer ist und alleine zu Hause bleiben kann, dann muss man sich einfach bewusst sein. Dann kann man wieder viele Dinge machen. Aber momentan ist es halt einfach so, hey, sollen wir zusammen ins Kino? Nee, ist einfach nicht. Ja. Und das muss man sich bewusst sein. Das ist einem aber eigentlich, denke ich, auch vorher bewusst. Wir haben uns dafür entschieden, das ist gut so, klar, ne? Jetzt, ja, was wir gestern ins Fitnessstudio, ne? Also müssen wir jetzt halt auch getrennt machen. Ist echt kein Ding. Du solltest halt nur wissen und dann halt nicht, ja. Ja. Also es muss einem auf jeden Fall halt bewusst sein, wenn man sich dafür entscheidet, einen Hund zu haben. Das ist in den ersten Wochen gerade, klar, natürlich, der kann nachher auch alleine zu Hause bleiben, 3, 4, 5 Stunden. Ist wirklich gar kein Problem. Ja. Nur gerade die ersten Wochen und auch Monate muss man den Hund halt daran gewöhnen und er braucht halt einfach wie ein Kind. Ist er fertig? Ah nein, ich dachte schon. der kleine Mann. Oh, ich glaube, er muss raus. Ja, dann lass ihn. Red du weiter, ich gehe mit ihm kurz hier. Okay, machen wir hier ganz kurz. Komm, Mama, ne? Geht mit dir kurz. Einen ganz kurzen Abstecher. Ich spreche die Frage noch zu Ende und dann machen wir kurz einen Cut. Und zwar, man muss sich halt genau bewusst sein, dass es wie ein kleines Baby ist. Aber wenn man dann so weit mit ihm ist, dass halt er nicht mehr in diesem Welpenmodus ist, sondern einfach in diesem, er kann zu Hause bleiben, er hat seinen normalen Alltag, also der Hund mit morgens fressen, mittags fressen, abends fressen, dann geht er zwischendrin zweimal auf Klo, also hier, dann geht er zwischendrin zweimal ein Häufchen machen und nachts schläft er durch. Wenn man in diesem Modus einmal drin ist, dann ist es wirklich alles gar kein Problem. Also ich habe uns auch sehr, sehr viele gefragt, hey, könnt ihr das empfehlen, einen Hund zu holen? Ich sag zu jeder Zeit ja. Es ist sehr viel Arbeit, aber es ist auch sehr viel Liebe, die der Hund einem schenkt auf jeden Fall. Und es ist viel Arbeit, aber es ist auch einfach so viel unfassbar Glück und Liebe was und Positivität, die der Racker einfach in den Alltag bringt, weil man immer was zu lachen hat und so. Und es ist einfach schon echt was Gutes, ja. Da sind die beiden jetzt. Wir schauen jetzt gerade hier durch die Fragen und da hat jemand nur ganz spontan gefragt, ob wir mal eine fertige Roomtour drehen können. Ja, wir werden jetzt an der Wohnung noch einiges verändern in den nächsten Wochen und Monaten, aber dann könnt ihr einmal... So in 12 Wochen, ne, wenn die Couch dann da ist. Ja, genau. Erstens, wenn die Couch da ist und das Wohnzimmer komplett fertig ist, dann könnt ihr euch auf jeden Fall auf eine sehr, 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 sehr nice Roomtour gefasst machen. Wir wollen noch ein bisschen was verändern. Krass, dann ist es 3 Jahre fast nachher, ne? Nee, 2 Jahre. Großer. Hallo, hallo, komm hier. Kau weiter. Nur ein bisschen kauen, ne? Nee, kein Bock, Papa. Doch, das geht schon. Also ja, auf jeden Fall kommt da eine Roomtour, das wollten wir sagen. Ja. Ein wichtiger Punkt war noch Thema Geld. Wir haben ja schon gesagt, dass wir nicht darüber sprechen werden, was er gekostet hat. Finden wir halt einfach blöd. Aber eine ganz oft gestellte Frage war auch einfach, wie viel die Erstausstattung für den Kleinen gekostet hat. Ja. Weil das ist auch ein Punkt, den man sich auch bewusst sein muss. Ein Hund kostet natürlich nicht nur ihn selber, sondern auch Tierarztkosten, Erstausstattung, die ganzen Sachen. Nee, Kleiner. Mach mal jetzt hier, guck mal. Komm mal weiter. Das sind natürlich auch Kosten, die man auf jeden Fall bedenken muss. Ne? Also die Erstausstattung hat jetzt für ihn, glaube ich, alles in allem haben wir da schon und wir haben nicht aufs Geld geachtet, also es wäre bestimmt noch günstiger gegangen. Ja. Ich glaube ungefähr 500 bis 600 Euro, das hinkommen? Nee, ich glaube 500. 500 Euro? Ja, das kommt glaube ich hin. Ja, ich glaube im richtigen Futterhaus haben wir glaube ich so an die 300 bezahlt, 250 oder so. Und dann haben wir dann auch noch so viele Kleinigkeiten und so. Bei Amazon und so bestellt. Und natürlich, wenn man aufs Geld achtet, kann man da glaube ich noch viel günstiger bei rumkommen. Wir haben jetzt ein Hundebett für 110 Euro geholt, haben natürlich noch Rabatt bekommen, aber da gab es auch Hundebetten für 30 Euro. Ja. Ne? Haben uns halt aber einfach nicht gefallen und wir wollten halt einfach was anderes. So, aber ich glaube schon, ja. Ich meine, man kann sich auch Stück für Stück steigern, ne? Also dann holst du halt im ersten Monat holst du wirklich nur die Grundausstattung und danach holst du halt so vielleicht noch ein paar Extras. Wir haben ja noch viel geholt, die Trinkflasche für To Go direkt. Wir haben dies geholt, wir haben jenes geholt. Genau, alles gut, Großer, alles gut. So, damit wir den Kleinen jetzt nicht noch hier länger richtig ewig auf Trab halten müssen, würde ich sagen, kommen wir zum eigentlichen Hauptvideothema. Und zwar, gehen wir noch arbeiten oder nicht? Das wird auch die Frage sein, die im Titel steht. Das ist auch die Frage, die wir auf jeden Fall hauptsächlich hier in diesem Video beantworten wollen. So, also ich fange mal erstmal ganz vorne an. Ihr habt ja alle mitbekommen, dass Mone ihre Ausbildung gemacht hat. Und für uns war ja immer das wichtigste Ziel, hey, Ausbildung zu Ende machen, was Festes in der Hand haben. Das waren schon immer, also seit Jahren unsere Worte. Aber wir haben auch schon immer gesagt, es wäre natürlich cool, wenn man irgendwann mal irgendwie von diesem Kram hier leben könnte. Weil ihr müsst euch überlegen, seit über 3,5 Jahren
glaube ich, bieten wir euch hier wöchentlich, mal mehr, mal weniger natürlich, aber eigentlich wöchentlich extrem viel Entertainment, also Content. Wir laden Vlogs hoch, wir laden Videos hoch, wir sind auf Instagram durchgehend aktiv, wir laden da Bilder hoch. Also es ist wirklich schon was, gerade auch über einen Zeitraum, wo normalerweise jemand, also ganz viele andere YouTuber schon gesagt hätten, okay, ich mache das jetzt seit 3 Jahren, ich höre auf, weil es hat keinen Sinn, wir leben nicht davon. So gibt es ganz viele YouTuber, die genau das gemacht hätten, die bei denen läuft das 2 Jahre und dann sagen die, oh, jetzt kann ich noch nicht davon leben, ja, dann höre ich halt auf. Aber wir haben halt wirklich über Jahre lang euch immer versucht, alles zu bieten, obwohl wir ja Vollzeit noch nebenbei arbeiten gehen. Das heißt, das alles... Das ist Dinge, das muss man sich immer überlegen. Genau. Wir 8 Stunden halt Vollzeit normal arbeiten im Büro. Und dann halt auch nochmal fast das Doppelte nochmal drauf zu Hause für YouTube. Ja. Viele haben es immer verstanden und gesagt, hey, ihr macht das so toll, ihr habt ja echt viel zu tun. Viele haben es halt irgendwie auch immer nie verstanden und ja, so anstrengend kann das ja alles nicht sein. Und doch, es ist schon sehr anstrengend. Ich glaube, alleine ist das Ganze, ich sag jetzt mal, der Job YouTube und Instagram auch schon sehr, sehr anstrengend, aber halt in der Doppelbelastung, sehr, sehr anstrengend. Ja. Unser Punkt war halt immer so, hey, wir sind halt keine Menschen, die einfach mal sagen, so, wir kündigen jetzt alles und bam, wir ziehen das durch. Das war für uns immer so ein, haben wir beide einfach vom Elternhaus nicht so vorgelebt bekommen. Für uns war das immer so, was Richtiges in der Hand. Und das hat Moni jetzt, sie hat ihre Ausbildung ja bestanden, dafür noch ein kleines Abläuschen. Und für uns war halt jetzt die Entscheidung, hey, was machen wir? De facto können wir jetzt an der Stelle sagen, ich gehe noch arbeiten, aber Mone tatsächlich seit dem Tag ihrer bestandenen Ausbildung nicht mehr. So, deswegen haben wir jetzt raus. Auch... Genau, jetzt ist es raus. Viele konnten sich das schon denken, aber einige haben natürlich auch offen gefragt, so, hey, wie macht ihr das? Vielleicht habt ihr, wir hätten ja auch nur Urlaub nehmen können, irgendwie 4-5 Wochen oder so im Stück geht ja auch. Ja, jetzt ist es raus. Mone geht auf jeden Fall erstmal nicht mehr arbeiten. Sie wird jetzt versuchen, von diesem ganzen Kram zu leben. Sie hat ein ganz großes, ich sag mal, einen großen Sparpuffer sich aufgebaut über die letzten Jahre und kann auf jeden Fall erstmal gut ihre Miete zahlen und es kommt natürlich auch einiges rein. Und vor allen Dingen, ihr müsst euch überlegen, ganz ehrlich, ich hoffe von Herzen, dass es keinen einzigen da draußen gibt, der uns nicht das gönnt, sondern dass alle jetzt einfach in die Kommentare schreiben, hey, super, finde ich gut, wir sind stolz auf euch, dass ihr das durchzieht, weil ganz ehrlich, was wir beide geleistet haben, ist einfach auch unmenschlich. Also es gibt so oft Momente, wo wir wirklich einfach kaputt waren und trotzdem gesagt haben, hey, wir ziehen weiter durch. Natürlich gab es auch Wochen, wo wir nichts hochgeladen haben, das ist gar keine Frage. Aber das waren halt genau die Momente, wo unsere Körper halt einfach gesagt haben, nee, Junge, reicht jetzt, weil... Ja, man muss ja auch überlegen, ne? Es sind dann 8 Stunden Arbeit nochmal zu Hause, YouTube, Instagram. Aber daneben gibt es halt auch noch Sachen wie Haushalt, Familie, Freunde, die eigene Beziehung, ne, das darf man halt irgendwie auch nicht vernachlässigen. Ja. So. Also eigentlich ist so eine Doppelbelastung maximal ein paar Monate haltbar, aber nicht die Jahre, die wir das jetzt gemacht haben. Mhm. Deswegen sind wir jetzt so sehr froh, dass das alles läuft und das toi 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 hier auf Holz klopfen, toi toi toi, klappt das jetzt alles mit Mone. Wir wissen nicht, wie lange wir das machen wollen, keine Ahnung, wir können es euch nicht sagen. Für euch wird sich erstmal nichts verändern, außer dass ihr mehr davon habt, weil wir jetzt noch leichter Content produzieren können. Ich gehe ganz normal weiter in meinen Job machen erstmal. Wir haben aber jetzt dadurch einfach mehr Zeit, weil Mone sich quasi während der 8 Stunden Arbeit, die sie normalerweise macht, um mehr um ihren Zeug kümmern kann und natürlich aber auch mehr um den Haushalt und sowas. Das heißt, so was fällt dann halt einfach hinten runter, beziehungsweise nicht mehr hinten runter. Ist so das grobe, große und Ganze, was wir euch auf jeden Fall mitteilen wollten. Ihr könnt das jetzt aufnehmen, wie ihr wollt. Ihr könnt gerne aber euer Feedback dazu in die Kommentare schreiben. Schreibt gerne auch, wenn jemand sagt, nee, ich finde das nicht so gut, schreibt es einfach rein. Eure Meinung. Wir sind ja immer offen genau. Gegenüber konstruktive Ja, ich hasse dieses Wort. Konstruktiver Kritik, glaube ich. Ja. Genau, aber ich denke, wir haben eine tolle Community. Ihr werdet euch mit Sicherheit freuen für uns. Ne? Ne? Geh steht für Gönn, Leute. Morgen geht's weiter mit einem ganz normalen Daily Vlog. Genau, wir wollten das jetzt aber hier nutzen, einfach um das jetzt mit euch mitzuteilen. Ich finde das halt ab und zu solche Videos einfach gut, weil man dann einfach mal wirklich Fragen beantworten kann, ihr auf dem Herzen habt. Und bevor der Kleine jetzt ganz durchdreht, würde ich sagen, geht's jetzt nochmal mit ihm. Und wir beenden das Video. Gebt einen Daumen nach oben, schreibt eure Meinung in die Kommentare, abonniert diesen Kanal, folgt uns auf jeden Fall auch auf Instagram. Und dann würde ich sagen, wir sind raus. Wir sehen uns im nächsten Vlog. Wir haben euch ganz alle lieb. Bis dahin. Tschüss.